Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Story Online. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Story. Ab sofort nur noch mit mir und dem Sunny. Ihr fragt euch jetzt, wo ist Pixel bzw. Rekino? Ganz einfach, der hat keine Lust mehr auf das Spiel. Ich habe ihn gefragt, er mochte es zum einen nicht, dass wir die ganze Zeit wegfahren und er scheint irgendwie mit dem Spiel selbst nicht klarzukommen, deswegen hat er keinen Bock mehr drauf. Aber Sunny und ich lieben dieses Spiel, deswegen machen wir hiermit weiter. Ne? Ja, machen wir. Also wir werden das hier durchziehen. So, also wir müssen jetzt, also laut Quest müssen wir jetzt nach Esia oder zu Esia, war das eine Person oder ein Ort? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, so lange, ja. Nee, das war eine Person. Aber bevor wir hier großartig was machen, ich habe ein bisschen im Nachhinein nach der letzten Aufnahme die Map erkundet. Wir haben übrigens um die 50 Mal den Boss danach nochmal gemacht. weil wir dieses scheiß Auge nicht bekommen haben, weil die Rannis das alles weggeklaut haben. Richtig. Ja, war das nochmal. Pullen. Komm dann, du can't do it. He's long time ago. Ich warte bald. Ey, hier sitzt ein Vogel auf dem Baum. New Quest, der Doggy Thief. Guck mal, da sitzt ein Vogel auf dem Baum. Bin auf dem Weg. Da, oberhalb von mir. Lol. Hello there. Ah, Sonne. Oh, da sitzt noch ein Vogel. So, ich will dir gerne etwas zeigen, bevor wir zum Questmaster gehen. Komm mal mit. Ich habe nämlich was Interessantes entdeckt hier an der Seite. Wenn man jetzt hier oberhalb läuft, dann kommt man in einen winzig kleinen Bereich. Und genau hier steht eine kleine Kiste. LOL. You obtained Skulls. Oh, nice money. Ja, ich hatte die per Zufall gefunden, als ich hier entdeckt habe. Ich habe auch noch einen Ort gefunden, wo man hier die zweite Art des Mines lernen kann. Das wollte ich noch nicht annehmen, aber ich wollte dir das halt zeigen, dass wir dann Bäume fällen kann. Warte, er ist rausgeflogen, Leute. Er fliegt hin und wieder aus dem Discord. So, ich erkläre es nochmal. Ich habe auf der Map das Holzfällen gefunden. Und die Quest sollten wir vielleicht jetzt als nächstes machen, bevor wir hier weitermachen. Weil ich fände es nicht, wenn wir Holz ernten könnten. Komm mit, ich zeige dir auch, wo es ist. Ich komme hier nicht mehr raus. Warte, Escape? Nee. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, Weed. Oh, ein Hase, den ich aus Versehen schon wieder geschlagen habe. So, folge mir. Ah, okay, jetzt kann ich ihn ansprechen, wenn wir dann weiterreisen wollen. Alles klar. Wir müssen zu nach Esia. Das können wir machen. Hörst du indem auch wir schon mit wieder diesem eine Klingel? Ja, das können wir machen, indem wir mit diesem Typen sprechen, mit dem Fuchs da. Ja, darüber reisen wir nach Esia. Aber komm erstmal mit. Oder hat einer für uns gegraben? Danke. Wie du übrigens siehst, habe ich mir auch den Minerhelm gegönnt. Hat irre lang gedauert, das Chunk dafür zu bekommen. Wenn wir jetzt hier nach links gehen, dann finden wir direkt den Questgeber dafür. Nochmal weiter links ist übrigens dann noch eine weitere Stadt, da kann man nochmal ein paar Sachen kaufen. Aber die ist nicht weiter wichtig. Okay. Also wenn du jetzt mit diesen Songaki redest, da kannst du das Holzfäden kriegen. Damn, the rabbit let me catch him starving. Oh, hi. Du kriegst von denen eine Axt und damit kannst du dann jetzt Bäume fällen. Musst nur rangehen und dann die Angriffstaste drücken. Also du musst von unten dran. Ich glaube, das geht aber nur bei den Kleinen. Guck, musst die Axt aber ausrüsten dafür. Inventory. Und du siehst, es dauert nicht. Ich habe jetzt keine Axt bekommen. Der Typ gibt einen die. Du musst die Quest von dem annehmen. Hab ich. Achso, die haben schon abgeschlossen. Irgendwas ist hungry. Ich muss ihm jetzt Fleisch geben. Ja, erst gibst du dem Fleisch und dann kriegst du die Quest. Ah, Seldom Trunk. Okay. Jetzt kannst Inventory. Jetzt kannst du halt Bäume fällen. Das wird uns wahrscheinlich noch irgendwo nützlich sein. Wir werden wahrscheinlich das Holz für irgendwas brauchen. Irgendwann gehen wir einfach mal auf die Quest. I'm back with me if you want a hawk to take you. Keep in mind that you won't be able to return to this island after traveling. Except. Vielleicht mit dem Vogel reden? Ah, das kann sein. Nee, geht nicht. Wieso geht das im Moment noch nicht? Warte mal. Vielleicht kriegen wir das ja von einem der Quests, die wir haben. Quest.
Jetzt geht's, glaube ich. Jetzt ist da ein Häkchen. Bei mir zumindest. Ja, bei mir auch. Tschüss. Nee. Hä, bei mir geht's nicht Asia? Ah, jetzt. Tschüss. Ich flieg... Hallo. Hi. Warum ging das auf einmal? Warte, ich will eine Sache testen. Junge, guck mal, was geht. Was? Was? So kann man sich auch die Flugzeit vertreiben. Wieso können wir auf dem Flugschiff graben? Ich weiß es nicht. Ihr versteht, warum wir Spaß mit dem Spiel haben. Wir beachten gar nicht die Landschaft, wir graben lieber. Oh! Ihr Loot! Miner Junk! Wieso gibt's hier Miner Junk? Du hast was anderes bekommen als Miner? Nee, ich hab nur Miner Junk bekommen. Wenn wir jetzt hier auch noch ein spezielles Item rausholen. Dann lach ich. Vielleicht kann ich mir hier oben auch irgendwann irgendwie den Helm holen, dann, wenn wir jetzt hier oben sind. Oh, danke. Ich denke mal, einmal graben kann man noch. Nee, das krieg ich nicht mehr hin. Ich geil. Liebe das Welcome Spiel. Welcome to the island full of mystery waiting for you. Good das, luck, Sunrider. Guck mal, das sieht so aus, als ob man hier graben kann. Tu mal die Maus auf die Stelle vor mir, dann siehst du das. Wahrscheinlich lernt man hier irgendwo das Angeln. Ja, gut möglich. Wir müssen mit Atlas reden. Ich hol mir erstmal die Quest hier. Was hat der denn für eine Quest für uns? Der will, dass ich hier Blumen bringe, glaube ich. For this harvest, I'm going to need those seeds of ich those hab Deutsch gefunden! Ich hab die Deutschen gefunden! Was? LOL! Warte mal, was? You must reach level 19 to able to start the quest German's Request. Please come later. Hallo Alex. Alex hat einen Shop. Man kann Eye of Master Gumby, Receive of Blue Star 3. Ich kann hier einen Teleport lernen. Was? Meteor, ich will den Meteor, bitte. Bye. Trade successful. Ich kann ihn noch nicht haben. Mastery. You can get the stars by defeating bosses. Start. Two can be fortunate either Blackstone or Star Freakin through Alex Store. Hast du dir jetzt auch das Rezept da gekauft? Ja. Monster Magnet, Death Blindness, cause damage to the enemies around you and have the chance to blind them. Shield generate. Empower physical shield to increase your party's physical defense 180 seconds. Das, was wir hier kriegen, sind wahrscheinlich die Masterfähigkeiten, also die ultimativen. You don't meet the level requirement. Was habe ich denn für Level Requirement? Wo steht denn das? Hä? AOE, Party, Single. Man kann hier drüber in zu einer Mine reisen. Woran siehst du das? Ich hab mit dem Kuno geredet. Ah, ich hab hier ein. Ich hab ein Lager gefunden. Also hier in der Mitte. Ach, du bist schon wieder raus. Ich war noch bei Alex und Camilio. Ey, ich will die Gambi-Rüstung. Warte, was? Es gibt eine Gambi-Rüstung. Lol. So. Es gibt eine Hotdog-Waffe. Warte mal, kann ich jetzt hier mein Zeug verkaufen? Nein, kann ich immer noch nicht. Was brauchen wir dafür denn für Steam Scrolls? Kann ich es bei dir endlich loswerden? Nein. Aber hier sind Rezepte. Dafür braucht man Cooking-Öl. Wir brauchen Öl, um hier was zu kaufen. Also wie viele unterschiedliche Währungen es gibt, ey. Alter, ich lag wohl im ersten Part doch nicht so falsch mit den Millionen Währungen. Look at this idiot is gonna miss left a box with free masks for all the adventures. What could it be because the virus in the hut? Was? Corona. Ich erkunde hier noch. Corona. Hallo, kann ich mit dem reden? Hallo?
Ich will mit dir reden. Oh, da wollte ich nicht rein. Raus okay, da, das Haus hier unten, das ist Raised. Inventory. Habe ich jetzt eine Maske bekommen? Nee. Atlas ist hier unten. Ich will die Maske. You can't take anymore. It's just one per adventure. Ja, ich hab nicht mal eine. Ich rede gerade mit ihm. Ich will die Maske. Ich brauche einen Schutz gegen Corona. Ah, okay. Um die nächste Quest von Atlas zu kriegen, müssen wir Level 20 erst erreichen. Ah. Das heißt, wir können ruhig uns ein bisschen mit den Nebenquesten beschäftigen. Imposter Crone. Ich hab die Maske nicht bekommen. Ich will eine Maske. Und diese Alaya, die wir irgendeine Entenkappe. Ich muss sie jetzt einfach erkunden, ne? Er ist schon wieder rausgeflogen. Der kann nichts dafür. Sein Internet spackt hin und wieder mal rum. Davon hätte ich gern eins. Nehmen wir mal so 2, 3. Dear Gentleman, the Trump City Community Dojo, do you think you'll be able to beat my students so it's good and rank up the best? Dem Shop links von dir, da solltest du auf jeden Fall mal reingehen, da kann man so eine Karte kaufen, womit wir uns in diese Stadt rein teleportieren können. Also wäre nicht gerade schlecht, die zu haben. Im Shop links von mir? Ja. Beim Barber? Es gibt Minigames! Hier ist ein Barber. Kann ich mir jetzt meine Frise umstellen? Barbershop. LOL! Junge! Ein Hair-Dye-Coupon. Ich hab keinen Coupon. Doch, ich hab einen Coupon! Oh mein Gott, geil. Wo hast du den her? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, kann ich jetzt endlich... Ja, ich kann ja auch meine Sachen verkaufen, endlich! Endlich kann ich den Scheiß loswerden. Wo? Also, endlich kann ich die Drecksrüstungen und so alles loswerden. You don't have enough... Hä, ich hab doch... Hä? Okay, ich hab doch keinen. Hab mich vertan. Ich hab 400 ja. Skulls. Ich könnte mir theoretisch bis zu 10 von diesen Karten kaufen. Wo hast du jetzt verkauft? Bei Mulius Shop. Wo ist der denn? Warte, ich komm gleich raus, dann zeige ich dir den. In welchem Gebäude ist denn der? Links oben von der Mitte. Also direkt da dran. Warte, ich stell mich jetzt davor. So. Ah, da. Da kann hey, hier gibt's Masken, ne? Hier gibt's Masken. Was? Ich will eine. Ich wollte auch eine, ich habe aber keine bekommen. Also ich habe anscheinend eine, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall 10 von diesen Rollen gekauft. Damit kann man sich auf jeden Fall hier in die Stadt rein teleportieren. Das wird höchstwahrscheinlich noch nützlich sein. Leute, die heutige Folge besteht hauptsächlich hier aus Erkundung. Ich würde gerne meine Sachen verkaufen. Hier ist auch nochmal ein Shop. Dudes, Humans, Foxes, Wolves. Okay. Ich bin in den Shop ganz recht gegangen. Was hast du jetzt verkauft alles? Okay, hier ist eine Hose, die kann ich mir kaufen. Oh, hier ist eine Magierrüstung. Die hole ich mir auf jeden Fall. Vor allem den Kane. Das Schwert brauche ich nicht, die Rüstung brauche ich auch nicht mehr. Den Schild ebenso wenig. Bitte sag, ich kann mir alles kaufen. Ich kann mir wahrscheinlich alles kaufen. Ich brauche auch keine Pfeile. Du brauchst auch keine Pfeile, also kann ich die alle verkaufen. Ach, die bringen mir gar kein Geld ein. Scheiße. Magic Scarf. Oder? Warte mal. So, wo habe ich alles? Da ist noch der Eisstab. Ich habe jetzt einen stärkeren Stab. Nee, die bringen kein Geld ein. Schade. So, alte Sachen verkaufen. Wo siehst du eigentlich dein Geld? Wenn du im Inventar bist, da ist doch unten eine Leiste mit den ganzen Inventaren, genau darüber. Da ist so ein weißer Schädel und ein roter. Und das ist dein Geld.
Okay. Also das Geld. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Ich habe noch nicht alle Magier-Ausrüstungsteile. Weg mit dem Pfeil. Ich kann den Pfeil nicht verkaufen. Ich kann die Pfeile schon verkaufen, aber die bringen mir keine Kohle ein. Unser Shop, Humans. Die Schuhe fehlen mir noch. Ja, ich habe die Magierrüstung komplett. Dragon Ship Captain, I've been told that you are a brave explorer. Hope you can accomplish your goals. Go ahead, I'm sure you will travel together. Ich guck noch weiter hier durch. Es gibt einen Cowboy Hut. I just came back from the Temple of Hawks and was able to see my destiny in the Millennium Stone. Junge, die verkauft einen Cowboy Hut. Cool. Master Fairguard. Warte, ich komm raus, guck mal mir an. Wo bist du? Hallo. Guck mal, das hier bin ich. Warte mal. Das ist aber kein Cowboy-Hut. Nee, ich hab Magier-Rüstung gekauft. Achso, ich wollte schon sagen. Ah, nimm den, meiner Helm. Du wolltest den noch unbedingt haben. Hä? Ich sehe ihn nicht. Kann ich den dir rübergeben? Trade. Accept. Ach nee, warte, lass mich das jetzt reinziehen. Hallo. Ach so. Ich wollte dir das geben. Wo habe ich jetzt 27 Punkte her für meine Skills? Alter. Warte mal, muss ich das zu dir rüberziehen? Da. Kannst du mir ein bisschen Geld dafür geben? Der kostet 50. Wo kann ich das denn machen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, dann einfach hier, bitte. Danke. Inventory. Yeah. Und wo zur Hölle habe ich 27 Punkte für meine Skills her? Weiß ich nicht. Da drin habe ich die Sachen gekauft. Ich kann erstmal 11 da reinklatschen. Warte, Spirit war jetzt... Genau, Magic Defense, das brauche ich auf jeden Fall. Okay, hier kann man sich... Wir können hier ein Netz kaufen... also das Rezept dafür kaufen. Brauchen nur 100 dafür. Das müsste ich aufbringen können, wenn ich ein paar Sachen verkaufe. Ich kann es auch kaufen, so ist nicht. Ich muss aber in den anderen Laden dafür nochmal. Shop. Oder kann ich bei dem... Goods, humans, foxes. I've been making these equipment for the adventurers who have just arrived in Eden. Please tell me your race. Ich bin ein Human. Metal Swords. Ja, die dritte Rasse, die hat in den Cowboy-Hut. Deswegen kann ich den nicht holen. Ah. Bye. Wir brauchen das Auge von diesem Gambi ja eh nicht mehr, ne? Außer für diese eine Suppe, deswegen verkaufe ich jetzt mal so 20 davon. Dann habe ich wieder 200 und dann kann ich mir das Rezept für den Kescher holen. Weil ich denke mal, dass wir die Käfer auch noch irgendwie zum Farmen brauchen. Alter, wie geil ist denn dieses Spiel eigentlich? Ich verstehe den Pixel nicht, warum der nicht mehr mitmachen will. Ich auch nicht. So, dann öffnen wir das Inventory, reden dann mit der Tante da oben, dass ich Sachen verkaufen will. Okay, wir brauchen auch... Ich weiß jetzt zumindest, wofür wir das Holz brauchen. Wir brauchen 30 Holzscheite, 30 mal irgendeine weiße Wolle. Und 30 mal Miner Junk und dann können wir uns hier bei dem Blacksmith ein Netz craften. Ah, okay. Also wir können das Rezept nicht mitnehmen.